Hallo, sehr geehrte Teilnehmer, ich begrüße Sie herzlich zu unserem Webinar Marktanalyse. Heute dabei ist Frau Pfeffermann und ich werde Sie einfach mal parallel auch dazu schalten, dass wir Sie jetzt hoffentlich im Bild haben. Ich sehe Sie. Guten Genau. Abend. Ja, ich höre Sie auch. Also insofern, das ist schon mal gut. Aber für alle Teilnehmer, die das erste Mal bei uns im Webinar dabei sind, zwei, drei Sachen vorab, bevor die Frau Pfeffermann loslegt. Sie haben auf Ihrem Bildschirm rechts einen weißen Balken und in dem können Sie reintippen. Das ist der Chat. Wenn Sie mich hören und eben auch kurz die Begrüßung von Frau Pfeffermann gehört haben, dann einfach mal vielleicht ein kurzes Ja, Hallo, guten Abend, sonst was reintippern, auf Enter drücken, weil das bringt ja nun gar nichts, wenn nur wir beide, Frau Pfeffermann, uns verstehen, aber alle es nicht hören. Passt, ja, guten Abend, wunderbar, freut mich. Wenn uns drei, vier hören, dann hören uns alle. So ist das System. Für alle, die nun noch nicht ein Webinar besucht haben, ob bei uns oder woanders, vielleicht nur zwei Sachen noch. Wie gesagt, den Chat, den werde ich parallel, wenn die Frau Pfeffermann nachher in die Folien einsteigt, schon mal beantworten. Also da können Sie auch eifrig während des Vortrages mit einem Ohr mindestens zuhören. Aber wenn da eine Frage aufkommt, schon mal reintippern. Die beantworte ich. Sind es Fragen, die sehr vertiefend auf die Marktanalyse eingehen? Dafür haben wir die Frau Pfeffermann da. Schreibe ich die Fragen auf und nach Ihrem Vortrag. Wir hatten gerade noch mal drüber gesprochen, Frau Pfeffermann, ungefähr eine Stunde. Peilen Sie an, weil es wirklich sehr viele Inhalte sind, die zu transportieren sind, werde ich sie beantworten. Wenn Sie sagen, Mensch, die Folien sind ja spannend, dann gehen Sie mal bitte mit der Maus auf den Foliensatz und dann müsste unten noch eine Leiste erscheinen. Und da ist dann ja so ein Symbol mit, wenn Sie raufgehen, klickt, dann kommt ein Vollbild in alle vier Himmelsrichtungen, sage ich mal. Wenn Sie darauf klicken, haben Sie ein Vollbild. Um da wieder rauszukommen, einfach die Taste nochmal oder Escape, dann haben Sie wieder einen geteilten Screen. Das erstmal von meiner Seite aus. Alles nach ja, der Stunde, den 60 Minuten, werden wir natürlich auch nochmal den Chat aktiv starten, dass Sie dann alle Ihre Fragen an Frau Pfeffermann loswerden können und sie da über die 60 Minuten hinaus nochmal zur Verfügung steht. Und jetzt genug der Vorreden. Frau Pfeffermann, ich freue mich sehr, dass Sie heute Abend da sind und übergebe Ihnen das Wort. Bitte schön. Ja, danke schön, Herr Maas. Auch nochmal die Frage an alle Teilnehmer. Hören Sie mich auch gut über den Chat? Wenn ja, können wir gleich in das Thema einsteigen. Dankeschön. Dann bin ich froh über die Rückmeldung. Wir haben heute ein sehr umfangreiches Thema, und zwar das Thema Marktanalyse. Leider haben wir auf diesem Wege nur eine Stunde zur Verfügung, weil es doch schwierig ist, bei einem solchen Webinar mehr als eine Stunde aufmerksam zu folgen. Aber wir wollen natürlich trotzdem, dass Sie die wesentlichen Punkte der Marktanalyse verstanden haben und dass Sie auch Ihren Fahrplan, Ihren Arbeitsplan für die Marktanalyse auch auf diesem Wege vollständig bekommen. Deswegen sind die Folien an dieser Stelle etwas voller als gewohnt. Das heißt, diese Folien sollen für Sie auch eine ständige Arbeitsunterlage bilden. Das Erste und das Wichtigste, was ich Ihnen transportieren möchte, ist, dass Marktanalyse nichts ist, was Sie ausschließlich für den Businessplan durchführen. Das ist etwas, was bei Gründern oft vorkommt. Es wird am Anfang eine intensive Marktanalyse gemacht, dann legt man diese Unterlagen in die Schublade und holt sie nicht mehr raus, obwohl in den nächsten Jahren, gerade in den ersten Jahren einer Unternehmensgründung, sich ganz, ganz viel ändert an Voraussetzungen, an Erfahrungen, die Sie machen. Und der mangelnde Abgleich zwischen Ihrer Marktanalyse und dem, was Sie tun, führt ganz oft zum Scheitern eines Unternehmens. Deshalb sollten Sie Ihre Marktanalyse in regelmäßigen Abständen überprüfen und in regelmäßigen Abständen schauen, ob Ihre Schlüsse immer noch Gültigkeit haben oder ob sich herausgestellt hat, dass gewisse Grundvorannahmen falsch waren. Dann müssen Sie im Marketing darauf reagieren oder noch viel besser, dass Sie Möglichkeiten plötzlich sehen, die Sie in Ihrer Marktanalyse anfangs noch nicht in Betracht gezogen haben. Also, die Marktanalyse gibt Ihnen ein Bild Ihres Marktes und soll im Laufe der Zeit
immer weiter verbessert werden, immer weiter der Realität angepasst werden. Und Sie reagieren darauf, indem Sie die Anpassungen in Ihrem Marketingkonzept vornehmen, Ihr Produkt noch etwas stärker auf den Markt abstimmen, preislich noch etwas weiter auf den Markt eingehen. Das muss nicht immer heißen, billiger werden. Das heißt, stärker auf den Markt eingehen, eventuell neue Vertriebswege mit ins Auge fassen. Das sind alles Konsequenzen aus der Marktanalyse, die Sie dann ziehen können und sollten. Und ein ganz, ganz wichtiger Punkt an dieser Stelle ist, entgegen der landläufigen Meinung geht es nicht darum, irgendwelche großen Zahlen zusammenzuschreiben. Sicherlich sind Aussagen über die Größe des Marktes auch wichtig, aber noch viel wichtiger sind qualitative Erkenntnisse. Wie tickt der Kunde? Wer ist der Kunde? Welche Wege, welche Kommunikationsmöglichkeiten hat der Kunde? Also diese ganzen Dinge, die Ihnen Auskünfte darüber geben, wie der Markt funktioniert und wie die Marktmechanismen aufgebaut sind. Das ist das Wichtigste an der Stelle und darum werden wir uns auch heute ganz intensiv kümmern. Die erste Frage, die sich immer stellt, wenn es um das Thema Marktforschung geht, ist, wo bekomme ich denn meine Informationen her? Und eigentlich muss man zu diesem Thema sagen, die Informationen liegen heutzutage offen da. Wenn es banal scheint, wenn als allererster Punkt an dieser Stelle die Internetrecherche genannt wird, das ist nicht banal. Ich bekomme immer wieder Kunden in die Beratung, die sagen, ihnen fehlt Zahlenmaterial. Und wenn man ins Internet geht und richtig recherchiert, dann sind die Zahlen alle da. Sie müssen sie nur zusammensetzen. Und das heißt, suchen Sie auch im Internet gezielt. Gerne nach Veröffentlichungen. Veröffentlichungen, nicht nur fertige Marktanalysen, die kosten im Normalfall, sondern Veröffentlichungen von Unternehmens- oder Branchenverbänden, die veröffentlichen sehr interessante Zahlen. Veröffentlichungen von Kammern, die veröffentlichen regionale Wirtschaftsdaten. Die Banken und Sparkassen haben Veröffentlichungen, gerade die Branchenbriefe der Sparkasse sind immer sehr aussagekräftig für gewisse Gründungen. Also das heißt, forschen Sie bei den Vereinigungen nach, die im Namen Ihrer Mitglieder Informationen sammeln und Sie meistens der gesamten Branche zugänglich machen. Dann ist natürlich ganz klar, für Endverbraucher können Sie die Daten des Statistischen Bundesamtes nutzen. Die sind aber, wenn man genau hinschaut, nur für die wenigsten Gründungen wirklich stark aussagekräftig. Sehr aussagekräftig sind normalerweise die Informationen, die Sie in Fachzeitschriften finden. Und auch da ist es wieder so, jede Fachzeitschrift hat normalerweise einen Online-Auftritt und bei diesem Online-Auftritt gibt es normalerweise ein Archiv und da finden Sie die Meldungen der vergangenen Monate und Jahre. Und wenn Sie da gezielt nach Informationen forschen, über Wettbewerb, über Branchenentwicklung, über Kundeneinstellung, finden Sie enorm viel. Das heißt, das sind Dinge, die Ihnen frei zugänglich sind und aus denen Sie schon enorm viel Informationen ziehen können. Aber für mich ist immer die allerwichtigste Quelle die im direkten Gespräch. Denn wenn Sie sich durch die indirekte Marktforschung, durch die Quellen ein allgemeines Bild gemacht haben, dann ist es wichtig, reinzugehen und mit Marktteilnehmern selber zu sprechen. Und das, was Sie da erfahren haben, zu überprüfen, zu hinterfragen und direkte Reaktionen abzugreifen. Falls Sie schon in Ihrer Branche, in der Sie gründen wollen, bekannt sind, wenn Sie da schon gearbeitet haben, wenn Sie da schon Kontakte geknüpft haben, es ist ja oft so, dass man aus seiner Herkunftsbranche heraus eine Geschäftsidee entwickelt und gründet, dann bietet es sich sehr an, wirklich mit vertrauten ehemaligen Kunden
drei, vier, es müssen nicht viele sein, wirklich eine Besprechung zu machen und die wirklich direkt und offen auf Fragen, ihre Fragen anzusprechen. Das müssen nicht nur ehemalige Kunden sein, das können auch, wenn sie aus diesen Bereichen kommen, Kollegen sein, die in der Branche unterwegs sind, die Ihnen Ihre Meinung zu ganz bestimmten Kernfragen nochmal angeben. Falls Sie sagen, ich bin in keiner Branche zu Hause, ich gründe in einem Bereich, da bin ich sehr innovativ, das gibt es noch überhaupt nicht. Das heißt, ich kann noch überhaupt keine Kunden oder ehemalige Kollegen um Ihre Meinung fragen. Dann sollten Sie schauen, ob es zu Ihrem Angebot einen sogenannten parallelen Markt gibt. Parallele Märkte sind etwas sehr Praktisches. Das ist ein Markt, der die gleichen Kunden anspricht, mit einem ähnlichen Nutzen, einem ähnlichen Bedürfnis, aber mit Anbietern, die nicht zu ihnen im Wettbewerb stehen. Also wir haben hier gerade Mineralwasser stehen. Wenn ich Mineralwasser liefere an Büros zum Beispiel, dann muss das Mineralwasser in irgendwelche Gläsern ausgeschüttet oder in irgendwelche Gläser ausgeschüttet und aus Gläsern getrunken werden. Ich könnte also die fragen, die Büros mit Geschirr, mit Gläsern oder mit Ausstattung beliefern. Das heißt, ich suche mir jemanden, der rund um mein Produkt ein Angebot hat oder ein ähnliches Angebot hat wie ich für die gleiche Zielgruppe, ohne Wettbewerb zu sein. Anderes Beispiel, wenn ich im logopädischen Bereich bin, könnten zum Beispiel Ergotherapeuten oder Physiotherapeuten einen parallelen Markt darstellen. Also das heißt, wenn Sie solche Menschen und Märkte kennen, ist es sehr einfach, in diesem Bereich Fragen über das Kundenverhalten loszuwerden, denn Sie stellen ja keinen Wettbewerb dar, können also offen mit diesen anderen Anbietern sprechen. Im Business-to-Business ist es ganz wichtig, dass Sie definitiv die Branchenereignisse nutzen, um mit Menschen zu reden. Auf Messen, und ich meine jetzt nicht, dass Sie sehr viel Geld in die Hand nehmen müssen, um auszustellen oder einen eigenen Stand zu haben, sondern ich meine, dass Sie die Messen besuchen und aktiv mit so vielen potenziellen Kunden und Marktteilnehmern sprechen wie möglich. Nichts ist informativer. Ich war gerade letzte Woche auf einem großen Branchenkongress der Baubranche, was man beim Kaffeetrinken nebenbei fragen und kann und erfährt, ist unglaublich. Also ich habe aus der letzten Woche einen Erkenntniszuwachs mitgebracht. Das hätte ich nicht zu hoffen gewagt. Also das heißt, stellen Sie sich die Frage, wo Sie direkt mit relevanten Menschen, also Menschen, die Kunden sein könnten oder Menschen, die in Ihrer Branche arbeiten, sprechen können. Und überprüfen Sie im Gespräch mit denen das, was Sie durch die indirekte Recherche herausgefunden haben. Und überprüfen Sie es bitte kritisch. Deshalb steht da, ziehen Sie logische oder Überprüfung durch logische Schlüsse. Denn Sie wissen auch, wo Menschen sind, wird mal ein wenig etwas durch die rosarote Brille gesehen, ein anderer neigt dazu, alles recht skeptisch und pessimistisch zu betrachten. Das heißt, ziehen Sie ab und zu mal etwas ab oder nehmen Sie die Aussagen von Menschen, die etwas sehr pessimistisch beurteilen, vielleicht nicht ganz so wörtlich. Also überprüfen Sie die Antworten, die Sie bekommen, in Hinsicht auf Ihre Konsistenz, indem Sie es mit den Fakten, die Sie schon kennen, abgleichen. So viel zur Methodik, aber wichtig ist vielmehr, dass Sie in Ihrer Marktanalyse die richtigen Fragen stellen und die richtigen Dinge analysieren. Und wenn Sie jetzt sehen, wir haben Ihnen einen Fahrplan an die Hand gegeben, für die, die nach dem Business Model Canvas arbeiten, keine Sorge, all diese Fragestellungen brauchen Sie auch in genau diesem Modell und die werden auch in genau diesem Modell auch bearbeitet. Das passt sehr gut zusammen. Denn wie im Canvas sagen wir auch hier, wir suchen ja nicht irgendeinen Markt oder wir schreiben nicht irgendwelche Marktdaten auf, sondern
Sie sollen den Markt beschreiben, der zu Ihnen und Ihrer Gründung passt. Und das heißt, als erstes müssen Sie Ihre Gründung, Ihr künftiges Unternehmen kritisch unter die Lupe nehmen. Das ist das Allerwichtigste. Und dazu gehört, wie im Canvas auch, als allererstes die Analyse Ihrer Ressourcen, dass Sie sagen können, was bin ich denn imstande, mit meinen Ressourcen zu leisten? Und abhängig davon, wie groß Ihre Ressourcen sind, haben Sie die Möglichkeit, später ganz andere, unterschiedliche Kundengruppen anzusprechen. Also einfaches Beispiel immer, der Ein-Mann-Betrieb, der eine Dienstleistung oder eine wissenschaftliche Leistung erbringt, hat einen Engpass in der Ressource Zeit. Das heißt, wenn Sie einen Engpass in der Ressource Zeit haben, müssen Sie natürlich später bei den Kundengruppen darauf achten, dass es Kunden sind mit einem begrenzten Auftragsvolumen, was sie auch leisten können als Ein-Mann-Show. Das heißt, Ihre Ressource Zeit grenzt die machbaren Marktsegmente, die machbaren Teile des Marktes, mit denen Sie arbeiten können, schon ein. Also, wenn Sie am Anfang wissen, welche Ressourcen Sie im Unternehmen haben, dann wissen Sie auch, wie Sie sich aufstellen und positionieren können. Und dann können Sie auch später schauen, wenn Sie alle Marktteile sich angeschaut haben, die es gibt, welche zu Ihrem Unternehmen passen, mit welchen Zielgruppen Sie sinnvoll arbeiten können. Und wenn Sie diese Marktsegmente kennen, dann macht es erst Sinn zu schauen, wie groß sind die denn, wachsen die denn, sind die ausreichend groß für verschiedene Wettbewerber, wie viele Wettbewerber prügeln sich denn in diesem Marktsegment um den Markt, dann macht es Sinn, da die Größen festzustellen. Und wenn man dann herausgefunden hat, dass das angepeilte Marktsegment ausreichend groß ist, interessant genug ist, so nicht so hart umkämpft ist, dass man als Newcomer keine Chance mehr hätte, dann macht es Sinn, sich dieses Marktsegment qualitativ anzuschauen. Also anzuschauen, welche Zielgruppe ist das, wie ticken die, was wünschen die sich, worauf reagieren sie positiv, wo kaufen sie ein, wann kaufen sie ein. Also all diese Fragen zum Kundenverhalten und zum Kunden, zur Kundeneinstellung zu beantworten. Wenn Sie also dann wissen, in welchen Segmenten Sie arbeiten und wenn Sie wissen, wie Ihre Zielgruppe ticken, dann können Sie als nächstes hinschauen und sagen, gut, habe ich denn mein Angebot wirklich gut genug auf diese Kundengruppen abgestimmt? Und Wettbewerbsanalyse, habe ich das hoffentlich besser getan oder mindestens genauso gut getan wie mein Wettbewerb? Und an dieser Stelle macht es dann auch Sinn, wenn Sie im Business-to-Customer sind und der Standort eine große Rolle spielt, zu fragen, ist mein Standort denn überhaupt an einer Stelle, wo ich meine angepeilte Zielgruppe auch erreiche? Oder andersrum gesagt, beim Standort ist die Frage, wo mich die Zielgruppe erreicht, findet und freiwillig aufsucht. Es gibt genug Angebote, die gerne von Kunden wahrgenommen würden, aber der Kunde ist nicht bereit, einen gewissen Weg in Kauf zu nehmen oder eine gewisse Unannehmlichkeit in Kauf zu nehmen, um an den angepeilten Standort zu gelangen. Ganz einfaches Beispiel, wir haben eine Tango-Schule vor einiger Zeit beraten, die hatte einen Standort nicht nur im tiefsten Wedding, sondern auch im 27. Hinterhof unbeleuchtet. Wenn man nun weiß, dass ja Frauen gerne tanzen und dass Frauen so etwas gerne aufsuchen, weiß man, das ist ein Hindernis für Frauen, oft einen dunklen Ort im dunkelsten Gewerbegebiet nachts aufzusuchen. Diese Veranstaltungen waren aber sehr spät abends. Das heißt, die Leute hätten es gerne wahrgenommen, aufgrund des Standortes haben sie es dann aber nicht getan. Also man überprüft dann auch, wird die Zielgruppe den Standort aufsuchen und akzeptieren? Und wenn das alles zueinander passt, dann weiß ich, dass ich das richtige Marktsegment untersucht habe und dass ich das richtige Angebot habe. Und dann weiß ich, ob meine Marktanalyse schlüssig ist und im Endeffekt
im Ganzen logisch zu meinem Angebot und zu meinen Plänen passt. Und dann werde ich aus diesem Ganzen, was ich analysiert habe, meine Umsatz- und Absatzziele formulieren können, schauen können, kann ich die erreichen mit meiner Zielgruppe und meinen Ressourcen? Wenn ja, alles prima, dann fange ich an, die Konsequenzen zu ziehen und zu sagen, was muss ich tun, damit alles, was ich jetzt geplant habe, Realität wird. Wenn nein, gehe ich wieder oben in die Marktanalyse rein und schaue, stimmt vielleicht meine Positionierung nicht? Gibt es andere Marktsegmente, die ich zunehmen könnte? Oder Marktsegmente, die ich eventuell besser bedienen kann? Also das heißt, was Sie tun, Sie überprüfen alles und erst wenn Sie zum positiven Ergebnis kommen, dass Ihre Planung passt, dann sind Sie fertig mit der Marktanalyse. Ansonsten gehen Sie in den Prozess rein. Auf diese Weise können Sie vorab sehr, sehr viele Fehler vermeiden, die Gründer in den Misserfolg führen. Weil was Sie vorher nicht abgeschert haben, kann Sie dann in der Realität einholen. Wenn Sie vorher Ihr Szenario möglichst gut durchgeplant haben, wird der Erfolg sehr viel wahrscheinlicher. Gehen wir weiter zur ersten Frage. Denken Sie bitte ganz genau darüber nach, was bei Ihnen ressourcentechnisch der Engpass sein könnte. Denn das hat ganz große Konsequenzen auf die Wahl Ihrer Zielgruppe, auf das Marktsegment, was Sie überhaupt untersuchen. Also wir haben gerade schon gesagt, für Selbstständige ist immer die Zeit ein Engpass. Die Zeit, die man zur Verfügung stellen kann, begrenzt die Auftragsgröße, eventuell auch die Größe eines Kundenunternehmens. In anderen Produktionen, Grafik, Film, Ähnliches ist oft auch die technische Ausstattung ein Engpass. Können Sie wirklich technisch, qualitativ mit denen, mit Wettbewerbern mithalten, gegen die Sie antreten? Oder müssen Sie in ein etwas niedrigeres Marktsegment ausweichen, weil Sie die technische Ausstattung im gewünschten Level einfach nicht finanzieren können? Wäre eine Möglichkeit. Wenn Sie im Handel sind oder wenn Sie produzieren, müssen Sie sich immer fragen, wenn ich im Massengeschäft bin, wenn ich anpeile, viel von meiner Ware zu verkaufen, dann konkurriere ich gegen große Hersteller mit Lieferantenkontakten, mit Materialkonditionen, mit einer Lieferkette, die ich mir sehr schwer nur aufbauen kann. Überlegen Sie, ob Sie dies können und wenn nicht, hieße das Massensegment ist vielleicht gar nicht Ihres, sondern Sie könnten natürlich auch für individuellere Kunden arbeiten. Sie könnten in einem Segment arbeiten, wo es etwas spezieller zugeht. Also wo Sie etwas Einmaliges oder etwas Spezialisiertes herstellen. Das heißt, der Engpass der Ressource Material hat unmittelbar Einwirkung auf Ihre angepeilten Zielgruppen. Wenn Sie etwas beabsichtigen, das ist oft im wissenschaftlichen oder im Ingenieurbüro so, wo Sie planen, beraten, entwickeln und gleichzeitig ein Endprodukt verkaufen, bedeutet das oft, dass Sie zwischenfinanzieren müssen. Mein Lieblingsbeispiel ist da ein Ingenieurbüro für Lagertechnik, die im großen Umfang automatisierte Lager geplant und vertrieben haben. Die hatten also Zwischenfinanzierungskosten im Millionenbereich, was sie eben von der Auftragsvergabe bis zur Abnahme des Endproduktes zwischenfinanzieren musste. Kleines Unternehmen, junges Unternehmen mit viel Know-how und großem Auftragsvolumen. Da war das Wichtigste, sicherzustellen, dass man diese Zwischenfinanzierung auch garantiert hat. Und da am Anfang die Bank die Zwischenfinanzierung in der Größenordnung noch nicht leisten wollte, weil man die Qualität von dem Büro ja noch nicht kannte, musste man sich dort auch anfangs auf Kunden mit einem kleineren Auftragsvolumen spezialisieren, bis das Vertrauen der Bank so gewachsen war, dass man auch an die größeren Kunden herangehen konnte. War also auch eine Sache, die unmittelbar auf
Einwirkung hatte darauf, welche Marktsegmente die ersten 3 Jahre bearbeitet werden konnten, wie das Marketing lief, wie die Auftragsbeschaffung lief. Also der ganze Businessplan hing an dieser Ressource. Know-how in wissensorientierten Bereichen kann ein Engpass sein. Fragen Sie sich kritisch, sind Sie wirklich so gut aufgestellt? Sind Sie wirklich so spezialisiert, dass Sie mehr bieten können als Wettbewerber oder so viel wie hochspezialisierte andere? Und auch die Partner, mit denen Sie arbeiten, gerade in Servicebereichen, kann das ein großer Punkt sein, zu fragen, habe ich die Partner? Also erst wenn Sie Ihre Ressourcen und die Engpässe durchgeschaut haben, wissen Sie, wie Sie wirklich aufgestellt sind. Hochspezialisiert, im Mengengeschäft oder eben in einem ganz normalen Durchschnittssegment. Auch das ist möglich. Auch das kann ein erfolgreiches Geschäftsmodell werden. Und mit diesem Hintergrund zu wissen, wer bin ich und was kann ich, was steht mir zur Verfügung an Ressourcen, können Sie dann die Positionierung Ihres Unternehmens bestimmen. Also sagen, bin ich ein Spezialist? Was braucht ein Spezialist? Haben wir gerade gesagt, großes Know-how, Ausstattung für ganz spezielle Dienstleistungen. Zum Beispiel, oder bin ich der Preisführer? Was brauche ich dann? Lieferketten, die zuverlässig in großen Mengen zum niedrigsten Preis mir meine Rohstoffe, meine Materialien, meine Güter, Waren zuliefern. Und eine garantierte Absatzmengen. Denn ein Preisführer muss nicht nur im großen Stile einkaufen, nein, der muss auch normalerweise im großen Stile vertreiben. Oder bin ich aufgestellt als Generalist? Das gibt es im Großen wie im Kleinen. Ein Generalist im Großen wäre zum Beispiel das KDW, was eben wirklich als Kaufhaus im Luxussegment alle möglichen Wünsche erfüllt. Ein Generalist im Kleinen ist ein Steuerberater, der seine kleinen Unternehmen rundum betreut und berät. Dann brauche ich muss ich die Fähigkeit haben, meine Kunden umfassend zu betreuen, also die ganzen Prozesse im Endeffekt im Griff haben. Und ich muss natürlich auch die Manpower und die finanziellen Ressourcen haben, um eine Rundumbetreuung stattfinden zu lassen. Also überlegen Sie sich Ihre Ressourcen und schauen Sie dann, wie Sie positioniert sind. Denn der Kunde wird Sie nicht verstehen, wenn Sie keine eindeutige Positionierung haben. Je jünger Sie am Markt sind und je kleiner Ihr Unternehmen ist, desto eindeutiger müssen Sie sich positionieren, damit der Kunde Sie versteht. Das heißt, Beispiele haben wir hier aufgeführt für den Generalisten, was das für ihn bedeutet. Wir haben leider in dem kurzen Webinar nicht die Zeit, das durchzugehen, aber das ist für Ihre Unterlagen, dass Sie sehen können, welche Bedeutung hat das und können es vielleicht für andere Beispiele auf andere Beispiele übertragen. Generalist oder Spezialist? Fragestellung ist, wissen Sie eindeutig, was Sie für Ihre Kunden sein wollen und können Sie diese Positionierung auch mit Ihren Ressourcen realisieren? Das ist die Kernfrage. Und wenn Sie das wissen, egal, welche dieser 3 Positionierungen Sie gewählt haben. Dann wissen Sie bei der Marktanalyse, für welche Zielgruppe Sie überhaupt in Frage kommen. Denn Zielgruppen anzupeilen, Märkte zu untersuchen, ist das eine. Aber Sie müssen auch das bieten können und einhalten können, was dieser Markt verlangt. Also jetzt mit dieser Kenntnis sind Sie da zu sagen, okay, ich schaue mir den Markt genau an und schaue, welche Marktsegmente für mich die richtigen sind. Und die sind dann die relevanten Marktsegmente für Ihre Gründung. Also kleines Beispiel nochmal, wenn man insgesamt vom Automobilmarkt spricht, aber sich eigentlich auf Oldtimer spezialisiert hat, dann ist eben nicht der allgemeine Neuwagenmarkt oder der Gebrauchtwagenmarkt Ihr Markt, sondern das spezielle Marktsegment für Oldtimer.
Wenn wir immer über Marktsegmentierung sprechen, ist dann die Frage kurz, was ist das eigentlich und was soll es eigentlich leisten? Das Erste, was ich Ihnen da ans Herz legen will, ist, wir schauen uns in der Marktsegmentierung den gesamten Markt an. Warum? Weil wir einfach erstmal wissen wollen, welche Käufergruppen gibt es denn da überhaupt? Sie führen bitte auch die auf, die Sie nachher nicht bedienen wollen. Denn das kann auch sehr interessant sein, sich um einerseits sich abzugrenzen von Wettbewerbern oder von Kunden, die nicht zu Ihnen passen. Und es kann Ihnen andererseits Anregungen geben, in welche Richtung Sie sich noch entwickeln könnten. Vielleicht ist ein Marktsegment, was Sie heute noch nicht bedienen können, in 3 Jahren für Sie hoch lukrativ und hoch interessant. Also Sie schauen sich den Gesamtmarkt an. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen wie eine Kommode mit vielen Schubladen und teilt die Käufergruppen oder steckt die Käufergruppen in eine passende Schublade. Die Schublade wird dadurch definiert, dass man sich überlegt, wie verhält sich diese Gruppe an Käufern zu meinem Angebot? Wie steht die zu meinem Angebot? Wenn die Gruppe sich gleich verhält zu ihrem Angebot, dann ist es eine Käufergruppe, eine Zielgruppe, ein Marktsegment. Wenn Sie feststellen bei der genaueren Betrachtung, die unterscheiden sich noch einmal, dann ist es wichtig, diese Gruppe noch einmal nach anderen Kriterien zu unterscheiden, um im Endeffekt eine Gruppe zu haben, wo Sie sagen, okay, denen mache ich ein bestimmtes Angebot, die erreiche ich mit einer bestimmten Argumentation, mit einer bestimmten Kommunikation und mit bestimmten Möglichkeiten, mein Angebot zu erwerben. Das heißt, mit einem sogenannten Marketing-Mix. Also, wenn ich eine Zielgruppe ausgewählt habe und erreiche alle darin mit meinem Marketing-Mix, dann bin ich in der Marktsegmentierung richtig vorgegangen. Komme ich zu Gruppen, die sich noch unterschiedlich verhalten, dann ist die Unterscheidung noch nicht abgeschlossen. Und dann ist natürlich immer die Frage, kann ich diese Gruppe ansprechen mit einem Marketingmix, also mit einem Produkt- oder Leistungsangebot, mit einem Preisangebot, mit einer Verteilung, mit einem Kommunikationsmix. Ich sehe gerade, dass Sie auch schon Fragen zwischendurch stellen. Ich würde gerne Ihre Fragen alle auch im Anschluss beantworten. Ich denke, einiges von dem Herrn Hübscher, da wird sich vielleicht bei den nächsten Folien schon einiges beantworten. Schauen wir uns nämlich mal die Marktsegmentierung genauer an. Da würde man im Endeffekt unterscheiden bei den Kunden und würde überlegen, wie unterscheiden die sich denn wirklich? Es gibt Angebote, da ist Alter zum Beispiel ein Unterscheidungskriterium. Also ich denke mal bei Fernsehsendungen definitiv ist das Alter sicherlich oder bei Zeitschriften ist das Alter sicherlich ein Segmentierungskriterium. Es gibt andere Bereiche, da spielt es keine Rolle, ob der Käufer jung oder alt ist, der verhält sich trotzdem zum Angebot ähnlich. Es gibt Angebote, da ist Geschlecht natürlich ein Segmentierungskriterium. Alles, was mit Kosmetik und Mode zum Beispiel zu tun hat, da ist es offensichtlich. In anderen Bereichen könnte es ein Hobby sein. Überlegen Sie genau, was Ihre Kunden in Bezug auf Ihr Angebot am stärksten voneinander unterscheidet. Also, wenn es sich um Freizeitangebote handelt, spielt unter Umständen auch der Bildungsstand Kunden, der potenziellen Besucher einer Veranstaltung eine Rolle. Wenn Sie im Luxussegment
tätig sind, ist natürlich das Einkommen bestimmter Gruppen, ist natürlich ein Segmentierungskriterium, denn Luxus kann sich nun mal von Natur aus nicht jeder leisten. Wenn Sie im Ökobereich tätig sind, dann ist Lebensstil, Konsumverhalten etwas, was die Käufer ganz stark unterscheidet, weil es ist ihre Einstellung auch zu den Dingen, die sie Käufer werden lässt. Also wenn Sie für Endverbraucher tätig sind, überlegen Sie sich genau, was könnten Kriterien sein. Wenn Sie in Unternehmensbereichen tätig sind, dann sind die Kriterien wieder andere. Also deutlich sein, kann es zum Beispiel sein, wenn Sie Dienstleistungen erbringen, dass Sie die Unternehmensgröße als Kriterien hätten. Also bei mir ist es ganz klar, ich bediene mittelständische, etablierte mittelständische und KMU. Großunternehmen, Konzerne sind für mich zum Beispiel keine Kundengruppen. Das heißt, meine gröbste Segmentierung sind Unternehmensgrößen. Wenn Sie etwas zuliefern, kann es aber auch sein, dass Sie sagen, ich liefere auf einem durchschnittlichen Niveau zu einem guten Preis. Und das heißt, ich bin für alle die zuständig, die ein mittleres, durchschnittlich gutes Angebot brauchen. Oder umgekehrt ein hochspezialisiertes Angebot. Das können im Business-to-Business-Segmentierungskriterien sein. Und um das mal mit ein bisschen einem Beispiel zu hinterlegen, da wäre, glaube ich, der Vollbildmodus für alle ganz gut. Schauen wir uns mal eine ganz einfache Marktsegmentierung an. Ich habe jetzt etwas genommen, was recht schlicht und einfach ist, aber wo man beide Bereiche sehen kann und was, glaube ich, jeder, egal was Sie für unterschiedliche Gründungen vorhaben, nachvollziehen kann. Das ist ein Händler für Kunstbedarf. Er hat oben seine Tätigkeit stehen und hat dann als nächstes gesagt, gut, wie unterscheiden sich denn meine Kunden am allergröbsten? Und die gröbste Unterscheidung, die man hier finden kann, ist ganz einfach die zu sagen, links der weiße Bereich, das sind die Endkunden, Business to Customer, die kommen zu mir meistenteils. Und rechts, der hellblaue Bereich, der ist der professionelle Bereich, Profikunden, die kaufen anders, die haben anderen Bedarf und die gehen meistens über mein Online-Geschäft. Also das war die grobe Unterscheidung, die gröbste, die der treffen konnte. Und dann geht die Unterscheidung weiter. Denn im Hobbybereich, wenn es um Kunst geht, wer kauft da ein? Eltern, Großeltern, Onkel, Tante, also alle die, die Kinder pädagogisch Wertvolles schenken wollen, bilden eine Hauptzielgruppe. Die stehen links. Dann gibt es aber auch Hobby-Kunstbegeisterte oder malbegeisterte Schüler, meistens Rinnen, die in der Mitte stehen, die auch für sich selber einkaufen. Und ganz rechts sind die Hobbykünstler, wo man sich dann überlegt, wer ist das, was wollen die? Und sieht, aha, die unterscheiden sich nochmal ganz stark in die klassischen Hobbykünstler, Ölmalerei und so weiter, die genau wissen, was sie wollen, die traditionelle Materialien möchten, die die eh kaufen, ob die Be Materialien beworben werden oder nicht. Und die sind natürlich ganz anders in ihrem Verhalten als runter die Trendbegeisterten, also die, die Filzen und Serviettentechnik machen und jeden Trend, der kreativ aufkommt, begeistert mitmachen, wenn sie über diesen Trend informiert werden und das sehen. Das heißt, Sie sehen an dieser Marktsegmentierung in diesem Beispiel schon, dass das wirkliche Geschäft nach diesem Schema aufgebaut wird. Diese Marktsegmentierung für diesen Kunstbedarf hat Auswirkungen. Denn im Endeffekt, das umsatzträchtigste Geschäft bilden die Trendbegeisterten und die Eltern. Das heißt, die Trendbegeisterten, Trends werden vorne im Laden im Eingangsbereich präsentiert, wo sie kommuniziert werden können, wo die Leute immer wieder reingelockt werden. Ach, es gibt wieder was Neues, ach, es gibt wieder was Neues, ach, guck mal, das wäre doch auch mal schön. Danach kommt der Bereich, in dem die Eltern
pädagogisch Hochwertiges präsentiert bekommen, weil das ist deren Wunsch, etwas für ihre Kinder Positives zu kaufen. Das ist ihr Kundennutzen. Die Schüler wiederum, die ja nur weniger Geld zur Verfügung haben, werden eher im Kassenbereich durch kleinere Angebote angesprochen. Und der Bedarf für die klassischen Hobbykünstler wird ganz geordnet, sehr, sehr schön und übersichtlich, aber man weiß, die kommen sowieso und die gehen auch bis ganz hinten durch und suchen sich die Materialien, die sie wirklich brauchen. Das heißt, das Gute ist, bei dieser Marktsegmentierung, Sie sehen, man kann durchaus Business-to-Business und Business-to-Customer parallel betreiben, wenn man die Bereiche trennt, in reelles Geschäft und online zum Beispiel. Und man sollte eine Marktsegmentierung so vornehmen, dass man wirklich ablesen kann, was bedeutet das für mein Business, für meine Marketingplanung, für mein Angebot, für die Präsentation, dafür, wie ich mit den Leuten kommuniziere und auch, was bedeutet es für die Preise. Man weiß, es ist ganz klar, dass die Trendbegeisterten gerne mal etwas mitnehmen, aber nicht irrsinnig hochwertige Dinge kaufen werden. Die klassischen Hobbykünstler sind eher bereit zu investieren, aber seltener. Eltern sind bereit, in Pädagogisches zu investieren. Schüler haben nicht das Geld. Das heißt, auch da ist für die Preispolitik, sind da schon alle Antworten angelegt. Das heißt, wenn Sie eine gute Marktsegmentierung machen, wissen Sie danach, für wen wollen Sie arbeiten, für wen wollen Sie nicht arbeiten. Wer ist zahlungskräftig genug, um ihr Geschäft lukrativ zu machen? Und wie muss ihr Marketingmix aussehen? Wenn Sie diese Fragen anhand vom Marketingmix von der Marktsegmentierung beantworten können oder zumindest beginnen, Vorstellungen darüber zu haben, dann ist sie gut. Gut, und wenn ich mir dann diese Marktsegmente angeschaut habe, mit denen ich wirklich arbeiten möchte, dann weiß ich, wie es meinen Marketingmix beeinflusst und ich kann anfangen, mein Marketing darauf auszurichten. Schwierig wird es nur, wenn Sie im Business-to-Business sind. Da ist es oft so, dass Sie, um Kunden zu gewinnen, ganz viel mit diesen Kunden über deren Geschäft reden müssen. Also, das einfachste Beispiel ist immer, wer Autositze für Porsche herstellt, sollte bei der Präsentation Aussagen darüber treffen können, was Porsche-Fahrer erwarten von einem Autositz. Wie hart soll der sein? Welche Materialien werden in diesem Segment bevorzugt? Das heißt, um mit dem Kunden, dem Unternehmen ins Geschäft zu kommen, muss ich oft einiges über die Kunden meines Kunden wissen. Das heißt, wenn Sie in einem solchen Bereich tätig sind, im Business-to-Business, wo die Bedürfnisse dieser zweiten Kunden eine Rolle spielen, dann müssen Sie sich mit Ihren Kundengruppen auseinandersetzen, und zusätzlich noch deren Kundengruppen analysieren. Also Sie haben die doppelte Arbeit im mehrstufigen Marketing. Aber es lohnt sich, denn wenn Sie das getan haben, wird Ihre Kommunikation, Ihre Präsentation, Ihre Akquise wesentlich erfolgreicher. Also, wir haben erstmal geguckt, wie sind Sie aufgestellt, mit wem könnten Sie arbeiten. Wir haben den Markt segmentiert und haben geschaut, wer ist denn da und mit wem dieser Gruppen kann und will ich arbeiten. Die Marktsegmente haben Sie sich rausgesucht. Und jetzt schauen wir erst in diesen Marktsegmenten nach und beantworten die klassischen Fragen der Marktanalyse. Wie viele Wettbewerber gibt es, die um diesen Kunden buhlen? Ist das ausgewählte Marktsegment oder sind die ausgewählten Marktsegmente groß genug, um verschiedene Marktteilnehmer zu ernähren? Wie ist der Markt aufgeteilt? Haben alle Anbieter ungefähr das Gleiche oder gibt es dominierende Marktteilnehmer, die alle anderen an die Wand drücken? Und Sie sollten natürlich auch noch, ganz wichtig, Fragen beantworten, wie
sich voraussichtlich dieses Marktsegment entwickelt. Ich nehme gerne das traurige Beispiel der Sonnenstudios. Wenn Sie so langsam sich umschauen, scheint es mir so, als wäre jedes Sonnenstudio dieser Welt mittlerweile durch ein Nagelstudio ersetzt. Das heißt, da gab es ganz klar einen Schönheitstrend und wer auf dem Höhepunkt der Entwicklung in Sonnenstudios eingestiegen ist, hatte enorm viele Wettbewerber und kam plötzlich in einen schrumpfenden Markt. Also eine ganz gefährliche Ausgangssituation und eine ganz schlechte Entwicklung. Das heißt, für die Leute, die spät in diesen Markt gekommen sind, überrascht wurden, die haben wir ja hier beim Businessplan erlebt. Leute, Hersteller, die davon überrascht worden sind, dass bestimmte Materialien politisch als nicht mehr korrekt gelten. Menschen, die in einen Modetrend hineingehen, der schon auf der Höhe ist. Oder einfach Unternehmer, die in einen Bereich reingehen, der sich technologisch sehr, sehr, sehr stark ändert. Da haben wir genug Beispiele, wo die technologische Veränderung, wie zum Beispiel der Trend, hier auch Webinars stattfinden zu lassen, Märkte ändern. Den Markt der Erwachsenenweiterbildung, der wird durch Webinare ganz stark geändert. Also, obwohl man mit Menschen arbeitet, ist der technologische Umschwung für diesen Markt wichtig. Also schauen Sie sich das an, um abschätzen zu können, wie kritisch wird es für Sie? Bläst der Wind von hinten und treibt Sie voran oder kommt Ihnen dieser Wind ganz stark entgegen und Sie müssen noch viel stärker kämpfen, marketingtechnisch noch besser aufgestellt sein? Ja, da sehe ich jetzt gerade einen Schreibfehler. Ich sage hiermit ausdrücklich, die Frage lautet nicht, ob die ausgewählten Marktsegmente groß und zugänglich genug sind, damit sie, falls es nicht so ist, andere Zielgruppen erschießen, sondern erschließen. Das heißt, es geht darum, ob die ausgewählten Zielgruppen ausreichen oder ob sie wechseln müssen oder weitere hinzunehmen. Also kein Mordaufruf, sondern ein ganz einfacher Aufruf zum wirtschaftlichen Handeln. Ganz klar ist, wenn Sie jetzt in diesem Bereich tätig sind, dass Ihnen auch klar sein muss, nicht nur, wie Sie selber aufgestellt sind und wen Sie erreichen wollen, sondern dass Sie jetzt natürlich auch wissen müssen, wer ist in diesem Segment, in der Qualität, mit meiner Aufstellung mein Wettbewerber. Also nehmen Sie sich nicht die Großen als Wettbewerb, also eine Unternehmensberatung, Roland Berger ist nicht mein Wettbewerb, sondern ein potenzieller Kunde für einen einzelnen Unternehmensberater. Also überlegen Sie sich, wer ist Wettbewerb, der in Ihrer Qualität auf die gleichen Zielgruppen zugeht. Und schauen Sie sich deren Angebot unter den gleichen Voraussetzungen an, wie Sie Ihres betrachtet haben. Denn die Kernfrage, die Sie zu beantworten haben, ist im Endeffekt, wie sieht der Kunde Ihr Angebot im Vergleich zum Wettbewerb? Das ist die Kernfrage. Sie müssen mit dem, was Sie tun, nicht perfekt sein, aber der Kunde muss es als das bessere Angebot empfinden, um Sie zu beauftragen. Und da Sie neu sein werden am Markt, ist das umso wichtiger, dass er Sie als deutlich besser einstuft. Denn neu am Markt heißt, der Kunde hat eine Unsicherheit und wird immer dem bewährten Anbieter den Vorzug geben, wenn Sie nicht deutlich besser sind. Also, wenn Sie diese Kunden ausgewählt haben, die Marktsegmente ausgewählt haben, haben Sie die Frage beantwortet, wer die Zielgruppen sind? Sie haben sich damit beschäftigt, sind die zahlungsfähig und bereit, Geld auszugeben? Sonst lohnen sie sich für ein Unternehmen nicht. Aber jetzt müssen Sie sich auch damit beschäftigen, was sind denn deren Hauptnutzenargumente beim Kauf? Und welche Rolle spielen diese Argumente bei der Kaufentscheidung? Machen Sie sich also für jede Zielgruppe eine Liste und schreiben Sie linke Seite in die Spalte ein, was sind die Kaufargumente. Und dann bewerten Sie jedes dieser Kaufargumente. Sind die wohl bei der Kaufentscheidung sehr wichtig? Kriegen Sie 5 Punkte?
mittelwichtig 3, minderwichtig 1. Also von 5 bis 1 wichten Sie, wie wichtig sind die bei der Kaufentscheidung. Und denken Sie da bitte daran, dass es nicht darum geht, wie toll Sie die Nutzenargumente finden, sondern wie wichtig für den Kunden ein Nutzenargument ist. Wir haben mal untersucht, für einen großen Hersteller von Fernseher haben wir mal eine Marktanalyse gemacht in einer größeren Gruppe und haben verschiedene Zielgruppen analysiert. Und es gibt Zielgruppen, da gibt es nur ein Argument für einen Fernseher, was wichtig ist. Er muss groß sein. Das ist alles. Das ist sehr wichtig. Und der Rest spielt dann nicht mehr diese Rolle. Auf diese Idee wäre der Hersteller zuerst halt nicht gekommen, weil er andere qualitative Argumente für wesentlich wichtiger hielt. Hat aber dann feststellen müssen, dass die bei der Zielgruppe nicht zählen. Also schauen Sie die Nutzenargumente und die Wichtigkeit durch die Augen der Zielgruppe und fragen Sie auch beispielhaft Zielgruppenkunden danach, stimmt das? Und wenn Sie die Kunden nicht fragen können, dann fragen Sie Händler, die in diesem Bereich tätig sind. Oder eben Anbieter in parallelen Märkten, die auch mit solchen Kunden arbeiten. Was meint ihr, wie wichtig ist das wohl bei der Kaufentscheidung? Denn im Endeffekt kriegen Sie dann ein Instrument an die Hand. Das sieht erstmal sehr kompliziert aus, aber wir werden das noch gründlich erklären. Denn damit können Sie sich so viele Fragen beantworten und im Vorhinein beurteilen, wie erfolgreich Ihr Markteintritt wohl werden wird. Also erstmal schauen wir ganz links hin. Da steht Nutzen 1, zum Beispiel Design. Nutzen 2, zum Beispiel Preis. Also links steht genau das, was ich gerade erklärt habe. Jemand hat die Nutzenargumente einer Zielgruppe ausgewählt, Design, Preis, Material, Funktionen, Service. Die Auswahl dieser Nutzen ist völlig willkürlich. Ich will Ihnen nur das Prinzip daran erläutern. Und dann ist herausgefunden worden, welche Wichtigkeit diese Argumente haben. Also in diesem Fall scheint es so zu sein, dass die Käufer am meisten darauf achten, ob sie einen Service bekommen nach dem Kauf. Das ist 5 Punkte wichtig, das ist das unterste. Und dass der Preis stimmt. Scheint sich also eher um einen professionellen Einkäufer zu handeln. Gut, und dann wurde hier eingetragen, wie gut die Unternehmen denn in den Punkten abschneiden. Und man hat gesehen, das Unternehmen selber ist beim Design nicht so toll, hat eine 2 nur. Beim Preis ist es aber mittel. Beim Material, da ist es nicht so das Material, was der Kunde möchte. Dafür liegt das Unternehmen aber bei den Funktionen. Bei 4 ist es richtig gut. Und beim Service ist es wieder mittelmäßig. Das heißt, es ist eigentlich jetzt kein so tolles Profil, aber wenn Sie das vergleichen mit der Linie, die der Wettbewerber hat, der Wettbewerber ist dunkelblau, dann sehen Sie etwas ganz Wichtiges, nämlich, dass dieses türkise Unternehmen überall da vorne liegt, wo es dem Kunden wichtig ist. Das heißt, dass dieses Unternehmen einen klaren Wettbewerbsvorteil hat gegenüber diesem Wettbewerber. Und auch wenn das Angebot noch nicht perfekt ist, und wenn wir ehrlich sind, es gibt keine perfekten Angebote, denn es gibt die eierlegende Wollmilchsau nicht. Ne? Also den Porsche zum minimalen Preis mit kostenloser Werkstatt und in der Wunschlackierung der Gattin, das gibt es nicht. Also das heißt, wir müssen immer schauen, ist unser Angebot gut genug? Und man sieht bei dem türkisen Anbieter, jawohl, es ist gut genug. Und man sieht auch, worüber dieser türkise Anbieter sprechen soll mit seinen Kunden. Kundenkommunikation. Nämlich über Preis und Service. Das interessiert den Kunden und da ist er gut. Und worüber soll er nicht sprechen? Darüber, wo normalerweise die technischen Unternehmen alle drüber reden. Nämlich über Nutzen 4, ihre Funktionen.
Da haben Sie ganz lange dran gearbeitet, da sind Sie ganz toll drin. Dummerweise interessiert es den Kunden an dieser Stelle aber nicht. Deswegen halten wir das erstmal im Hintergrund, kann man ab und zu nochmal hinterher schieben, aber muss man nicht groß drüber reden. Genauso wenig, wie man sich bei dem Angebot anscheinend für das Material entschuldigen muss, weil auch das interessiert den Kunden nur am Rande. Der Wettbewerb, der Blaue, der hat aber echt ein Problem, denn der ist beim Preis richtig teuer, das akzeptiert der Kunde nicht und das Serviceniveau ist auch nicht so, wie der Kunde es braucht. Dessen Angebot geht also in diesem Fall völlig am Kunden vorbei. Das heißt, dieser Wettbewerb wird bei diesem Markt, in diesem Marktsegment, bei dieser Zielgruppe keinen Erfolg haben. Das heißt, wenn Sie dieses Profil anwenden, dann können Sie kommunikativ Hauptargumente raussuchen. Sie können rausfinden, wie Sie beim Kunden potenziell dastehen und Sie können rausfinden, an welchen Schwächen Sie arbeiten müssen, um beim Kunden noch mehr Erfolg zu haben. Und wenn Sie in diesem Profil sehen, dass Sie höchstwahrscheinlich Erfolg haben werden, dann wissen Sie, Sie haben ein passendes Segment rausgesucht, was zu Ihren Ressourcen und Ihrer Positionierung passt. Sie und der Kunde wird Sie höchstwahrscheinlich akzeptieren in diesem Segment. Und dann ist es wichtig zu gucken, ah ja, ich kenne ja die Marktgrößen, ich weiß, das ist ein wachsendes Segment, das ist lukrativ, das kann mich ernähren. Dann haben Sie das relevante Marktsegment untersucht und dann sind die Zahlen, die Sie darüber herausgefunden haben, auch wichtig und Ihre Geschäftsgrundlage. Wenn Sie aber in einem Segment sind, wo Sie nicht erfolgreich sein können, wie der Wettbewerber Blau, dann nützt es Ihnen auch nichts, dass Sie in der Marktanalyse herausgefunden haben, das Segment ist riesig und wächst, denn auch in einem riesigen Markt wird der Kunde nichts minderwertig Empfundenes kaufen. Gut. Das heißt, wir sind schon am letzten Punkt angelangt und können sagen, wenn ich jetzt das richtige Segment gefunden habe und untersucht habe, dann muss ich natürlich auch noch mal gucken, reicht das aus oder muss ich vielleicht noch andere Marktsegmente zusätzlich bedienen? Mein Rat ist immer, sich am Anfang auf nicht zu viele Marktsegmente zu stürzen, aber doch mindestens drei zu nehmen, um mehrere Standbeine im Markt zu haben und nicht zu abhängig zu sein von den Entwicklungen in einem einzelnen Marktsegment. Aber dann schaut man trotzdem, wie viel kann ich denn mit meinen Ressourcen maximal produzieren? Wie viel Beratungsleistung kann ich maximal leisten? Wenn Sie forschen, wenn Sie Analysen machen, dann ist Ihre Arbeitszeit auch beschränkt. Also das heißt, was ist denn meine maximale Leistungsmenge? Dann muss ich mal schauen, kann ich diese Leistungsmenge in dieser Zielgruppe absetzen? Und welche Kundenstruktur bräuchte ich dafür? Brauche ich dafür 5 Kunden und bin schon ausgelastet? Juhu! Oder müssten es 1000 Kunden sein? Das ist sehr unrealistisch, in kurzer Zeit schwierige oder qualitativ hochwertige Kunden in dieser Zahl zu erreichen. Wenn man Bier verkauft oder Brötchen, ist 1000 wiederum eine ganz vernünftige Zahl, die durchaus realistisch scheint. Also Sie schauen, kann ich mich auslasten mit einer erreichbaren Kundenzahl? Und dann muss ich natürlich auch noch prüfen, wie viel kostet mich das Arbeiten an einem Auftrag und reicht das, was ich mit meiner Zielgruppe erwirtschaften kann, nicht nur um meine Kosten zu decken, sondern auch um unternehmerischen Gewinn zu machen. Denn das ist ja enorm wichtig. Es ist nicht unmoralisch, muss man Gründern immer wieder sagen. Es ist auch Unternehmenszweck, Gewinn zu machen und ein erfolgreiches Unternehmen finanziell erfolgreich auf die Beine zu stellen, ist fantastisch und das sollte auch Ihr Ziel sein. Wenn Sie also sehen, dass Sie mit Ihren Ressourcen und einer vernünftigen Anzahl an Kunden und Aufträgen ein vernünftiges finanzielles Ergebnis erreichen, dann reicht die Anzahl der Zielgruppen aus, die Sie ausgewählt haben. Und dann müssen Sie nur noch planen, was Sie konkret tun müssen, um diese Kunden, die Sie brauchen, tatsächlich zu erreichen.
Das Ganze kann man dann auch noch in einer Planung, in einem Kunden- oder Auftragsportfolio niederlegen. Ich bitte Sie, das nicht zu verwechseln mit einer buchhalterischen, mit einer genauen Kalkulation, mit einem genauen Nachkalkulieren. Das ist es nicht. Diese einfache Tabelle, die Sie da sehen, ist im Prinzip eine Vertriebsplanung. Dass Sie sagen, ah ja, ich von der Zielgruppe A, gibt es Großaufträge, Nummer 1, mittelgroße und so kleine Nebenbeiaufträge, die ich mache, um diese Kunden nicht zu verärgern. Wie viele Aufträge kann ich wohl erwarten von denen pro Jahr? Und wie ist eine mittlere Größe? Das heißt, Sie machen eine Schätzung, wie sich Ihr Umsatz denn zusammensetzt und wie sich die Deckungsbeiträge, also Umsatz minus auftragsbezogene Kosten, wie sich die zusammensetzen. Und dann haben Sie eine Hausnummer, mit der Sie überprüfen können, kann ich denn damit meine Kosten, meinen Unternehmerlohn, meinen Gewinn reinholen? Passt das? Und dann wissen Sie, ob Ihre Gesamtplanung realistisch ist. Wenn Sie an diesem Punkt angekommen sind und Ja sagen können, dann hat alles Sinn gemacht, was Sie bis hierhin getan haben. Und wenn nicht, dann haben Sie an dieser Stelle spätestens rausbekommen, dass zum Beispiel die Zielgruppe A für Sie viel zu aufwendig ist, um die zu bearbeiten, dass das, was Sie da an Auftragsgrößen reinbekommen, vielleicht nicht ausreicht. Und dann würden Sie sagen, okay, die Zielgruppe A kann ich vielleicht austauschen in meiner Marktsegmentierung gegen eine Zielgruppe C, die ich noch außen vor gelassen habe, und untersuche mal, wie es denn mit der aussähe. Das heißt, Sie kommen zu einer Gesamtplanung, einem Gesamtbild und müssen manche Vorgänge eben mehrfach machen, bis das ganze Bild logisch zueinander passt. Aber es lohnt sich, weil gerade diese Kunden- und Auftragsplanung von vielen nicht vorgenommen wird und die wissen dann vorher gar nicht, dass ihre Gesamtplanung völlig unrealistisch ist und zu einer Selbstausbeutung führt. Also gerade die, die irgendwie bei Ihnen etwas Kreatives vorhaben, machen Sie das unbedingt, aus Erfahrung. Kreative haben eine hohe Leidensfähigkeit und neigen zur Selbstausbeutung. Das haben Sie nicht nötig. Planen Sie mit den Kundengruppen, die auch lukrativ genug sind, Ihnen ein Einkommen zu sichern. An dieser Stelle, wenn Sie soweit sind, ist nochmal ganz klar, alles passt. Die ersten Fragen bis zu den Kaufmotiven haben Sie beantwortet. Was da noch fehlt, ist nochmal die Frage, wie und wo erreiche ich die Leute? Was muss ich tun, um sie kommunikativ zu erreichen oder um sie vertriebsmäßig zu erreichen? Oder was muss ich tun, damit die Kunden mich sehen und meine Leistung in Anspruch nehmen? Also wenn Sie belegte Brötchen und Zeitung verkaufen, ist der Standort in der U-Bahn gar nicht übel, weil die frühstückshungrigen Berufstätigen täglich bei Ihnen vorbeikommen. Also das heißt, fragen Sie auch, wie und wo Sie diese Leute erreichen, wo sie sichtbar werden und was Sie dafür tun müssen. Denn die beste Leistung lohnt sich nur, wenn derjenige, der sie in Anspruch nehmen muss, auch weiß, dass es sie gibt. Ich hoffe, Ihnen ein bisschen deutlich gemacht zu haben, dass man das Gesamtbild nach und nach betrachten muss und dass man sich dieses Bild aber auch schon sehr genau bilden kann im Vorfeld. Natürlich wird auf dem Weg immer wieder Fragen auftauchen. An dieser Stelle, wenn Fragen auftauchen, sprechen Sie mit Marktteilnehmern und recherchieren Sie diese Punkte ganz, ganz gezielt. Denn wenn das Bild vollständig ist, dann wissen Sie, auf wen Sie wirklich zielen. Und wenn Sie den wirklich kennen, dann treffen Sie den hoffentlich nicht mit Pfeilen, sondern mit Ihrem Angebot mitten ins Herz. Und der wird dann hoffentlich voller Begeisterung die nächsten Kunden zu Ihnen bringen. Ja, ich hoffe, dass das bei Ihnen so eintritt. Und danke Ihnen, dass Sie jetzt so lange Zeit bei dem Vortrag geblieben sind. Über eine Stunde haben wir über das Thema gesprochen. Sie merken allerdings, es ist umfassend und sicherlich ein Kernthema für Ihren Unternehmenserfolg.
Ja, ich kann auch nur erstmal vielen, vielen Dank sagen, Frau Pfeffermann. Bevor wir jetzt zu den Fragen kommen, eine haben wir ja noch in Reserve von Herrn Hübscher, würde ich mal ganz kurz eine Umfrage starten, ob Sie ja mit dem Webinar zufrieden waren. Ich sehe hier schon viele Danke, Danke, Danke. Ich klicke es trotzdem mal. Insofern nicht wundern, dass jetzt nochmal was bei Ihnen erscheint. Was passend ist, klicken Sie bitte an, bestätigen das. Wir freuen uns. Und wir nehmen gleich die erste Frage auf von Herrn Hübscher. Nutzen Sie anderen bitte die Zeit, jetzt nochmal was in den Chat zu tippen. Frau Pfeffermann freut sich. Und die Frage war, Frau Pfeffermann, was ist der Gesamtmarkt? Beispiel: Orangensaft, Saft, nichtalkoholische Getränke, Getränke, Lebensmittel, Konsumgüter. ich glaube, sie hat mit einem Auge auch schon drauf geschaut und Ja. gesagt, dass sie gerne darauf antworten. Was sagen Sie, Herrn Hübscher? Also stellen Sie sich die Frage, wenn Sie Orangensaft herstellen, in welcher Situation wird das konsumiert und warum? Dann gibt es mehrere Möglichkeiten. Das eine ist, also im Minimum, es wird als Getränk wahrgenommen und steht dann im Wettbewerb zu anderen Getränken. Man fragt sich dann natürlich den Gesamtgetränkemarkt. Also man würde dann schauen, alkoholische, nicht alkoholische Getränke. Man wird sicherlich Orangensaft selten in Wettbewerb zu Bier, Wein oder Sekt und Ähnliches betrachten, weil die Leute in anderen Lebenssituationen konsumieren. Aber man würde im Gesamtgetränkemarkt sicherlich schauen, denn ich habe ja zu Orangensaft Alternativen. Warum trinke ich Orangensaft? Einerseits kann er mir schmecken, dann steht er in Konkurrenz zu säuerlichen Getränken. Es kann auch sein, dass ich es aus Vitamingründen den zu mir nehme, dann steht er im Wettbewerb zu allen gesundheitlich positionierten Getränken. Dann kann es natürlich sein, dass ich die Frühstückstradition habe, dann steht er im Wettbewerb zu den Frühstückstraditionsgetränken. Das heißt, ich bin nicht gezwungen, Orangensaft zu trinken in bestimmten Situationen, sondern ich tue das aus einer Motivation raus. Das heißt, ich werde mir nicht nur den Orangensaft oder nicht nur den Fruchtsaft Bereich anschauen, sondern ich werde mir den Gesamtgetränkemarkt anschauen. Man kann das an HSC sehr schön beurteilen. HSC hat sich positioniert als ein Gesundheitsgetränk, vor allen Dingen für die Familie und hat damit auch im Wettbewerb zum Beispiel gegen Nesquik oder gegen Kakao gestanden, weil die Wahl war, was geben die Eltern ihren Kindern? HSC oder Nesquik? Zum Beispiel, also ein gesundes Getränk für Kinder zu einer bestimmten Zeit. Deshalb fassen Sie das nicht zu eng, den Markt, sondern denken Sie auch immer daran, dass es Wettbewerbsangebote wert geben kann, die ganz anders sind. Mein Lieblingsbeispiel ist immer Tropical Island, die am Anfang immer dachten, sie stünden im Wettbewerb zu Spaßbädern. Das tun sie aber gar nicht. Denn Spaßbäder, da gehe ich irgendwie für 10 € oder so ähnlich mit der Familie 2 Stunden rein und gut ist. Tropical Island ist ein Freizeitvergnügen für eine ganze Familie, für einen Tag, was praktisch einen Ereignischarakter hat. Also steht im Wettbewerb zu allen Familien aus hochpreisigen Familienausflügen, Freizeitpark, Tierpark, Skihalle. Also alles, was man tun kann als Familie, um einen besonderen, aufregenden Tag zu verbringen. Und ich muss nicht unbedingt schwimmen gehen, ich kann auch in der Skihalle einen solchen Tag verbringen. Also muss man den Markt so einrichten, dass man wirklich sieht, was könnten die Leute auch alternativ tun und sich auch gegen diese alternativen Wettbewerbsangebote abgrenzen. Okay, Frau Pfeffermann, sind das da die Stichworte direkte und indirekte Wettbewerber, die man immer wieder hört? Also sprich Nesquik und USC? Genau, also direkte Wettbewerber sind alle die, bei hohem C, Granini zum Beispiel, die eben wirklich Orangensaft herstellen oder der Direktsaft, den es in der Kühltheke gibt oder auch Aldi-Produkte, sind die direkte Wettbewerber. Der Orangensaft, wenn ich unbedingt Orangensaft möchte, kann ich ihn gegen diese direkten Wettbewerber austauschen. Wenn ich aber einen Markt aufbauen will, bleibt dem Kunden auch manchmal übrig, etwas ganz anderes zu tun. Und wenn ich das nicht beachte und den Kunden nicht abhole dabei, dass er in der Situation, ich habe Durst oder mein Kind hat Durst, zu diesem Produkt greift, dann engt man sich viel zu sehr ein von Anfang an.
Okay, super. Herr Hübscher, vielleicht mal kurz im Chat uns ein Signal geben. Waren die doch sehr ausführlichen Erläuterungen für Sie hilfreich? Passt. Ja, das ist wunderbar. Ja, gibt es noch weitere Fragen? Ich hatte schon den Chat geschrieben. Wir würden uns drüber freuen. Ich denke mal, das ist jetzt unabgeschlossen. Oh ja, doch, da kommt was. Herr Hübscher, Sie retten uns. Ich lese vielleicht noch mal laut vor, ich lege noch eine drauf. In welchem Umfang sollen die Marktdaten mit Quellen versehen werden? In Klammern Fußnoten soll letztlich jede Zahl mit einem Verweis hinterlegt werden. Ja, da gibt es auch schon Zustimmung, gute Frage. Ja, die Antwort, Frau Pfeffermann. Also meine Antwort ist ganz einfach, gar nicht aus Businessplan-Sicht, sondern aus Ihrer Sicht. Sie sollten jede Zahl, die Sie nennen, ableiten können. Also wenn Sie eine Grundlagenzahl im Internet gefunden haben und damit arbeiten, kann das zu einem sehr schönen Ergebnis kommen. Dann würde ich die erste Zahl mit Quelle belegen, definitiv, und Ihre Herleitung, Ihre Ableitung. Also ich weiß aus Kundenumfragen, ungefähr 40% dieser Gruppe kommt für mich als Zielgruppe in Frage. Deshalb nehme ich diese Zahl mal 0,4. Also alle Abschätzungen würde ich auch wieder mit einem Grund belegen. Denn im Endeffekt werden Sie nach einiger Zeit nicht mehr genau wissen, selber nicht mehr genau wissen, wo Sie es eigentlich herhaben. Und da das ja etwas ist, was nicht nur für den Businessplanwettbewerb ist, sondern etwas, was Ihr Unternehmen begleiten soll, müssen Sie selber sagen, okay, ich habe ja jetzt einen größeren Kundenkreis befragt, da hat sich ja ein Ansatz geändert. Dann müssen Sie reingehen können und sagen können, jawohl, Moment, da ändert sich ja etwas an dieser Stelle. Und wenn Sie das nicht mit Herkunft belegen, dann werden Sie für sich selber irgendwann gar nicht mehr nachvollziehen können, wie Sie da eigentlich drauf gekommen sind. Also ich kenne es selber von meinen Marktanalysen mit Unternehmen, dass wir dann nach 3 Monaten da stehen und denken, wo kommt die Zahl noch her? Wieso sind das 4 Millionen? Und deswegen immer alles mit Quelle oder mit einer logischen Ableitung. Eine logisch konsistente Ableitung lässt sich, ist genauso ein Grund, aber alles, was Sie irgendwie logisch ableiten, sollten Sie dann auch mit Kundenbefragungen oder Marktbefragungen oder Übersichten belegen. Also ich kann es auch noch mal bestätigen. Ja, Herr Hübscher bedankt sich schon gleich. Sehr gut. Sie machen es ja nicht nur für uns. Uns meine ich dann den BPW. Wir helfen Ihnen da auf dem Weg. Aber wenn Sie Konzepte zum Beispiel auch bei Banken einreichen, die verlangen ja auch immer wieder eine Aktualisierung. Und da schließe ich mich Frau Pfeffermann an. Sie haben es dann einfach einfacher, wenn Sie wissen, woher Sie die Zahlen haben und nicht von neuem, von null anfangen. Ich habe das mit Frau Pfeffermann jetzt nicht abgesprochen, aber ich denke mal, wir können bestimmt auch mal die ein oder andere Frage im Nachgang, wenn Sie einfach noch mal eine Nacht drüber geschlafen haben oder Natürlich. wieder am Konzept dran sind, an Sie weiterleiten. Dann genau, natürlich, das war das noch mal, als ob ich es geahnt hätte, die vorbereitete Eintrag an Wir kennen uns doch info@b-. schon ganz, ganz gut, Herr Deswegen war Maas, blindes Vertrauen, dass das auch klappt. Und ne? ja, klar, gerne auch Fragen jetzt, aber wir kennen es, glaube ich, alle selber. Viele Infos, Frau Pfeffermann hat schon gesagt, wir haben Sie da ein bisschen genötigt, in Anführungszeichen, den ganzen Stoff in eine Stunde zu drücken, weil auch das, glaube ich, für Sie, liebe Teilnehmer, schwer ist, so lange vor dem PC, vom Rechner zu sitzen. Ich hatte es auch schon geschrieben, wir haben im Februar auch nochmal einen Termin, wo Frau Pfeffermann live, ja sozusagen oldschool, im Seminarraum bei uns steht, offline, und da 2 Stunden Zeit sind, das ein bisschen entspannter auch angehen kann. Ja klar, gerne jetzt nochmal die Fragen, aber wenn jetzt nichts kommt, das Angebot, wir leiten die Fragen weiter, sind auch im Nachhinein ja über die bestimmten Kanäle hier E-Mail oder auch telefonisch erreichbar oder im Februar, Frau Pfeffermann, nochmal live bei uns vor Ort. Ich gucke mal so mit einem halben Auge runter auf den Chat. Es scheint nichts zu kommen. Das heißt für uns, dass ja, nochmal danke an Sie, liebe Teilnehmer, aber auch danke an Frau Pfeffermann, dass Sie für das Webinar zur Verfügung standen. Ich hoffe, wir konnten Ihnen weiterhelfen und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und freue mich aufs Wiedersehen. Morgen gleich wieder die Gelegenheit, ein weiteres Webinar mit Herrn Owen. Infos hatte ich im Chat geschrieben, wenn nicht auf unsere Homepage.
Frau Pfeffermann, Dankeschön. Ihnen auch einen schönen Abend. Schönen Abend an alle.